Jens, aller guten Dinge sind natürlich drei. Ja, hallo Mini. Und heute haben wir die dritte Band für das Showcase auf der Jazz Ahead, also auf der virtuellen Jazz Ahead in Bremen, die natürlich überall auf der Welt ist, weil sie ja jetzt nicht nur in Bremen ist, sondern also überall. Ja, es hat auch alles seine Vorteile. Ja, man muss nicht ganz so viel mit der Deutschen Bundesbahn zu spät kommen. Aber das Interessante an dieser Band ist für mich ja, dass es, ich darf es jetzt mal sagen, Dr. Sirtis? Dr. Cyrus. Das kommt davon, wenn man nicht genau den Zettel lesen kann. Dr. Cyrus ist eine Band zusammengesetzt aus Musikern, die wir eigentlich kennen und mal eine andere Zusammenstellung. Und ich finde es ziemlich gut, was die da machen. Also die Gesichter habe ich, glaube ich, alle schon mal gesehen hier im Laufe der Jahre. Aber das, was heute kommt, das ist schon mal anders und bemerkenswert. Schon lustig mit diesen Jazzmusiker-Lego. Wenn man die einfach ein bisschen anders zusammensetzt, dann kommt da plötzlich eine ganz andere Musik bei raus. Eigentlich, das ist das ja, was wir eigentlich wollten. Ja, ob das immer so ist, weiß ich nicht mit dem Lego. Aber in dem Fall hat es ganz gut geklappt. Och, das mit dem Lego tut meistens. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich sehr gefreut, euch auch in diesem Reigen jetzt hier vorzufinden, dich als meinen Kollegen hier auch, in dem Reigen für die Jazz Ahead. Du hast eine tolle Band zusammengestellt. Wie kommst du denn auf diese durchaus ziemlich guten Musiker? Du, das hat ja, da können wir gleich eine Brücke schlagen wieder. Du meintest ja, du wolltest ja, glaube ich, auf die Hochschule drauf hinaus und auf das Pix. Wir haben ja uns 2017 zusammengefunden hier als Band und das war damals auch mein Masterabschluss hier an der Hochschule und das war unser erster Gig, unser sehr nervöser erster Gig damals und das ist jetzt, glaube ich, jetzt sind wir 4 Jahre ist das jetzt schon her, genau. Und da habe ich gedacht, ich will die besten Leute für diese Musik, egal wo sie herkommen und deshalb haben wir am Schlagzeug den Daniel Mudrag aus Mannheim, den Sebastian Schuster am Kontrabass aus Stuttgart und den Julian Hesse aus München an der Trompete. Genau. Klingt gut, also wenn du sie schon mal 4 Jahre lang zusammenhalten kannst. Dann schon ziemlich lang für Jazz. Ja, ne? Finde ich ganz schön lang. Dann heißt das ja, dass du anscheinend denen gar nicht so schlechte Aufgaben übermittelst und offensichtlich habt ihr schon ein bisschen gespielt auch schon. Ja, ein bisschen haben wir schon gespielt. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Projekt. Also es klingt super. Ihr habt jetzt aber nicht in irgendeiner Form irgendwelche vorproduzierten Sachen da, sondern ihr macht es richtig handgemacht, aber mit ein bisschen Elektronikunterstützung. Genau, wir wollen da auch so eine Brücke schlagen eigentlich, aber eigentlich schon alles live gespielt. Mhm. Genau. Also bei euch kein Ableton, das drunter läuft oder irgendwelche Beats oder sowas? Kein Live-Producing hieß das früher, glaube ich, auch mal an der Hochschule. Genau, kein Live-Producing. In der Hochschule hieß das mal so Live-Producing, genau. Schön, auf jeden Fall viel Erfolg mit der Band und dass ihr da gut ankommt. Auf jeden Fall, ihr seht ja alle toll aus und für 4 Jahre, die waren vor der Abschlussprüfung, sahen die Herren auch nicht älter aus, jünger ja, aus. Eigentlich also sehen wir jetzt alle, das ist ja bei Männern so toll, ja? Wir sehen ja eigentlich immer besser aus jedes Jahr, als wir älter werden. Ne? Ist ja wie bei dir genauso. Ist es jetzt gendermäßig alles komplett richtig? Aber wir lassen das mal so stehen. Awesome. Und Mensch, Martin, jedenfalls interessiert mich, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns an der Hochschule. Wie läuft es da für dich so? Wie hast du das jetzt mit dem Unterrichten hingekriegt? Ja, an der Hochschule bin ich jetzt seit dem Wintersemester und war eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt in der Pandemie, noch ein bisschen was extra zu tun zu haben sozusagen. Und ja, es ging ja eigentlich in Präsenz los und dann wurde es jetzt vor Weihnachten jetzt ist wieder sozusagen online, aber das war ich dann schon
gewohnt, irgendwie so ein bisschen. Und wir machen das Beste draus. Ich bin jetzt ja auch schon letzte Woche geimpft worden. Mit dem Stoff, wo man jetzt nicht weiß, was passiert. Aber wir schauen mal. Also mir geht es auf jeden Fall gut. Ich war auch schon mehrmals joggen und so. Alles gut. Prima, klingt gut. Auf jeden Fall, du hast auch dann diesen ominösen Videounterricht, über den wir auch schon öfters mal gesprochen haben, auch dann so betrieben. Gut, das hat ja auch immer so lustige, also der Olaf war letztens da, Olaf Polzin, der dann auch berichtet hat, wie er das dann so über die Anden, wollte ich schon sagen, über die Alpen rüber, dann nach Richtung Graz macht und dass dann schon teilweise die Sache mit dem Delay ganz lustig ist oder die falsche Tonart rauskommt oder sowas. Das Zusammenspielen geht auf jeden Fall nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist das Einzige, was leider so ein bisschen hinkt. Ansonsten, wenn die Internetverbindung mal funktioniert und steht, ist es eigentlich okay, wenn dann noch sogar noch der auf der anderen Seite auch weiß, dass es sowas wie eine Mikrofoneinstellung gibt oder so, dann geht es eigentlich tatsächlich schon einigermaßen gut. Mhm. Ja. Fein. Aus dem Programm haben wir jetzt ein bisschen was gehört. Ihr habt euch ja quasi dann schon von über einem Jahr beworben für das, weil letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Ja, wann war das? 2019 beworben für 2020. Genau. Herbst 2019. Mhm. Heißt es, wir hören jetzt quasi altes, abgestandenes Zeug oder die Menschen, die sich das anhören? Oder natürlich ist es nicht. Nein, natürlich auf nicht. Gar keinen Fall. Nein, es geht ja immer weiter bei uns natürlich. Wir haben ja 2017 die CD aufgenommen, die kam dann 2018 raus bei Challenge Records und die haben wir dann bespielt und jetzt steht eigentlich das komplette zweite Programm, es muss nur noch aufgenommen werden und wir haben jetzt auch nur mit Absicht natürlich 3 Stücke gespielt von dem neuen Programm, die nicht auf der CD drauf sind, auf der alten. Gut, das ist auf jeden Fall fein. Und da beabsichtigt ihr tatsächlich nochmal eine CD aufzunehmen? Das ist eine interessante Diskussion, die gerade überall aufkommt. Also wir nehmen ein Album auf. In welcher Form wir das dann rausbringen, das lassen wir jetzt mal noch offen. Vielen Dank, dass du das so sagst. Das CD-Format hat ja so seine Stärken, aber auch inzwischen sehr viel mehr Schwächen. Man kann natürlich beim Konzert was verkaufen. Die Labels wollen die ganz gern verkaufen halt. Die Labels wollen die verkaufen. Die Frage ist, ob sie das können und vor allem an wen. Aber damit seid ihr gut beschäftigt. Auch gut beraten, meint ihr? Oder informiert ihr euch gerade drum? Weil ich meine, es ist schon ein großes, deutlich spürbar, jeder Künstler, der kommt und macht ein neues Album, macht eine neue, was weiß ich, einen längeren Track, den er dann mal einfach aufgenommen hat, der versucht, guckt nach einem Medium, wie bringe ich das raus? Bin ich jetzt auf Spotify und kriege in 300 Jahren vielleicht 2 Cent? Oder mache ich dann doch ein paar CDs, um sie bei Konzerten zu verkaufen? Oder mache ich lieber gleich einfach nur ein Video und stelle es ins Netz und mache es als Pay-Video? Gibt es bei euch da solche Gedanken oder entsteht noch zu viel Musik momentan? Ich mache mir da eigentlich viele Gedanken drüber. Das hat mich dann aber eigentlich in einer gewissen Hinsicht dann irgendwie so desillusioniert, dass ich dann eigentlich gedacht habe, okay, warum machst du das eigentlich? Ich spiele jetzt nicht mit Dr. Cyrus, um reich zu werden, sondern ich mache das eigentlich in erster Linie für mich. Das ist natürlich, ich weiß, naiv, aber... Ich versuche einfach, ein geiles Album dann aufzunehmen und ich lege mir das dann selber ein und sage, hey, das finde ich geil. Und wenn das dann anderen Leuten noch gefällt, dann ist es noch besser. Aber ich finde es immer schwierig, als tatsächlich als Künstler zu sagen, ich mache jetzt Musik, weil vielleicht gefällt es mir gar nicht. Also ich glaube, kommt das darf man natürlich nicht, das ist ja klar. Fall beides, das meine ich ja nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es einem selber am meisten gefällt und... Da gehe ich auch von aus. Ich meine, sonst brauchst du gar kein Album machen. Du machst ja nicht ein Album, dass die Leute es nebenher beim Essen hören. Das können sie auch machen, aber das ist nicht das Ziel der Aktion. Sondern die sagen einfach, wow, das musst du dir anhören, cooler Stoff. Die Frage ist einfach, welches Medium möchte ich nachher, in welche Plastiktüte, in welche Papiertüte, möchte ich überhaupt noch mit der Tüte arbeiten oder mache ich es gleich nur noch durch die Luft? Arbeite ich nachher, damit die gute Botschaft, die ich da vollbracht habe, auch unters Volk kommt. Und das ist einfach ein interessanter Prozess. Und du bist jetzt ja nochmal aus einer anderen Generation als ich. Die Leute in meiner Generation denken einfach komplett in CD. Dann gibt es Leute, die ganz hip sind, die denken nur noch in LP. Ja. Wie weit denkt man inzwischen zum Beispiel drüber nach, was macht Video? Inzwischen gibt es Videomöglichkeiten, ja auch noch und nöcher. Aber mit guten Qualität. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du hinter deinem Inhalt stehst, sonst brauchen wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Das wäre ja fürchterlich. Aber am Ende, bei aller Naivität, kann es ja sonst sein, man holt sich eine rote Nase, nämlich dann, wenn man in die Bank geht und die dann von innen abschließen, wenn sie dich sehen. Das ist dann halt blöd. Ich weiß genau, was du meinst. Nein, ich habe mir da, ja, ich habe,
ich vermute jetzt auch mal, dass ich auf jeden Fall nicht so viele CDs abkaufen oder produzieren lassen werde, wie ich das vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren bei der ersten CD gemacht habe. Das auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, Social Media könnte natürlich ausgebaut werden. Ja. Fehlt mir ehrlich gesagt manchmal ein bisschen die Motivation, aber wäre wahrscheinlich vonnöten. Aber ansonsten, ja, ich denke mal, ich hätte schon Bock auf LP, hätte ich schon Bock, muss ich sagen, das auch so zu sehen, in der Hand zu haben. Und wir hatten jetzt einige Gigs, wo tatsächlich die Leute gesagt haben, nee, wir wollen keine CD kaufen, wir wollen eine Schallplatte kaufen. So. Und dann, ja. Ja, es wird immer mehr ein Feinschmecker, Gourmet-Abend, so ein Jazz-Abend, das merken wir auch. Aber was jetzt einfach schön ist, ich habe dich jetzt natürlich auch mit der Frage ziemlich ins kalte Wasser einfach geworfen, aber was einfach auch interessant ist zu sehen, offensichtlich weiß gerade niemand genau, wo das hingeht, strategisch. Wie stelle ich mich am besten auf mit dem Thema, wie kriege ich mein Produkt unter die Menschen, sagen wir mal ganz banal, wenn es Kaugummi wäre. Und ist einfach sehr interessant, wie weit sich wer in welcher Tiefe beschäftigt hat. Und wenn jemand darüber nachdenkt, wie soll ich eigentlich darüber nachdenken, brauche ich jetzt erstmal Zahlenmaterial und was kostet was. Also da gibt es einfach noch viel zu viel Unklarheiten und ich wünsche dir und euch noch mehr Klarheit. Ich meine, es gibt jetzt auf der Jazz Ahead, auch, die wird ja jetzt auch, auch komplett online sein. Da gibt es wahnsinnig Foren dazu und auch wahnsinnig viele Diskussionen zu dem Thema. Was werden vielleicht die Formate der Zukunft sein? Wie kann ich es am besten unter die Leute bringen? Es geht ja nicht nur, ja, uns Jazzern geht es ja nicht darum, ich will jetzt ganz reich werden damit. Aber ich möchte eben nicht, dass die Bank von innen abschließt. Es muss sich wenigstens tragen, das Produkt. Und dafür gibt es verschiedene Konzepte. Guck doch dann auch mal dort noch ein bisschen rein. Es macht bestimmt Spaß, auch da was Neues zu sehen. Und ich wünsche euch jetzt jedenfalls mal viel Erfolg mit dem, was ihr da treibt. Und vertretet unser Bundesländle gut. Vielen Dank, Winnie.